aber auch wirklich gutes Zeug in seinen Regalen stehen. Dann ist das die einzige Möglichkeit für mich, hier an Infos ranzukommen. Einfach rumlaufen, alles abklappern, alle Leute anreden. Ich denke, ich frage mal Agreement. Soll ich auch ein bisschen Action zeigen? Hey, hallo! Hallo Kleiner, was gibt's? Nein, ich möchte gerne einen Garten hinter dem Haus haben. Mir wurde gesagt, dass es hilft, einen Engelstein in der Erde zu vergraben. Habt ihr einen Stein? Wir besorgen dir einen. Wie viele habe ich davon? Ich glaube, keinen einzigen. Ja. Da muss ich wieder zu dem einen Typen. Zu diesem Dämonen. Oder was das da ist. Der hatte die nämlich, aber die sind schweineteuer. Also, ob es sich wirklich lohnt. Mal sehen, wie viele EP gibt das denn? 2000. Naja. Ich brauche aber eher Erfahrungspunkte. Ich meine, ich spüle hier so viel Kohle rein. Alleine dadurch, dass ich hier Häuser abklappe. Meine Tochter will unbedingt einen Garten annehmen. Ich finde das so putzig. Naja, Gärtnerei ist ein schönes Hobby. Sicher, aber ihr kennt doch Kinder. Kaum fangen sie was an, wird es langweilig. Hehe. Ah, so ist das nun mal. Nichts mehr. Was haben wir hier? Puh, ist das heiß hier. Toller Bikini. Alex, also wirklich. Ey, ich bin auch nur ein Kerl, ja? Ein Kerl mit einer Freundin. Ich bin ein großer Abenteurer. Ich jage die böse Hexe Barbie. Der Traum eines jeden Jungen, diese Gummipuppe aufzuschlitzen. Hier gibt es wieder Verpflegung. Okay, momentan ist ja nichts, was mich interessieren könnte. Ja, auch nicht. Ah, da ist der Barbie-Schlitzer. Müsste ich doch einen Kultexperte rumtreiben. Tretet euch bitte die Füße ab. Ich habe gerade geputzt. Ja, Mama. Werd nicht frech, Freundchen. Ordnung, wir verschwinden. Mama sagt, Ordnung ist das halbe Leben. Hast du eine sehr schlaue Mama? Meine war strohdumm. Naja, bin da nicht anders. Okay, er sagt dazu nichts. Okay. Hier haben wir nur eine Statue. Bleibt in dieser Stadt nicht mehr viel abzusuchen. Und noch das Haus hier. Sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Vorsicht, unser Sohn ist sehr verspielt. Das macht nichts, das waren wir alle mal. Ja, Kinder sind unsere Zukunft. Wenn du meinst. Entschuldige, was sagtest du? Ich sagte, wie es scheint. Der kann sich echt nicht benehmen, der Junge. Ah, das war ein Glückswürfel. Boah, hast du aber eine tolle Feder in den Haaren. Danke, du kleiner Süßer, du. Spielst mit mir fangen? Ja, gerne, aber zuerst muss ich mit meinen Freunden noch was erledigen.
noch? Okay. Verzweifelter Mann, okay. Mann! Hä? Das ist nur so schwer, Hunde zu erziehen. Ja, du musst es einfühlend und streng gleichzeitig sein. Ja, sowas kann ich nicht. Ich lasse ihn auch schon auf meiner Fleischwurst rumkommen, damit er lieb und ist und gehorcht. Wenn wir mal draußen sind und miteinander rumspielen, dann habe ich das Gefühl, er möchte es auch. Du bist, glaube ich, auf dem besten Weg. Ja, der Hund flippt vollkommen aus. Merkt man schon. Okay. Wo sind das kleine Mädchen mit den Glückswürfeln? Ich glaube, das mache ich in der nächsten Episode. Weil meine Zeit ist langsam abgelaufen. Hab nur noch Zeit, das Gasthaus hier zu durchsuchen. Haben wir ja schon alles. Mal roter Schatten. Blubber. Okay, 500 Kronen, auch in Ordnung. Grüner Trank. Ein Diamant. Dann sind es ja nicht mehr viele. Hey, ihr, was kommt ihr einfach in mein Zimmer? Darf ich die Quittung sehen? Macht auf der Stelle, dass ihr rauskommt, oder ich vergesse mich. Hoffen wir, dass du dich wiederfindest. Klauen gefrühstückt, wa? Oh ja, und nicht nur einen. Hallo ihr da. Hallo du da. Gibt es etwas Neues bei dir? Ich bin hergekommen, um nach dem ultimativen Essen zu suchen. Das ultimative Essen? Ja, glaub bloß nicht, dass es leicht zu finden sei. Es gibt so viele verschiedene Köche auf der Welt. Und ich muss jeden ausprobieren. Manche Leute machen ja richtig was aus ihrem Leben. Dass du auch in allem etwas Positives sehen musst. Okay. Ich glaube, die Zeit reicht noch, um das Gasthaus komplett abzusuchen. Ey, was ist mit dir? Was soll denn mit mir sein? Na, du bist so, sagen wir, nervös. Was? Ach so. Ich bin etwas mit meiner Miete in Verzug. Immer ruhig bleiben, das wird schon. Natürlich wird es das, sobald ich mein Gehalt bekomme, wenn... Wir gehen besser. Also, das will ich mir echt nicht anhören. Da ist noch eine Frau, mit der quatsche ich mal. Hey, was starrst du uns denn so an? Ich glaube, ihr könntet mir helfen. Mein Bruder ist einer der Zombies in... Bullgate. Meint ihr, könnt ihn erlösen? Ja, wir helfen ihm. Vielen Dank, passt aber auf euch auf. Och nee, bitte nicht wieder nach Zombiehausen. Woher soll ich wissen, wer der Bruder ist? Glückswürfel. Ich finde dieses Hotel sehr schön. Ja, sieht schon sehr bequem aus. Leider haben wir keine Zeit für Urlaub. So schade, ihr verpasst was. Finde ich nicht. Ich hasse es. Was hast du denn? Dich, deine Freunde, deine Mama, dein Leben, mein Leben, das Hotel, dieses Spiel und natürlich mich. Was für ein Spiel? Oh meine Güte, weg hier! Freak. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Manche Leute haben echt Probleme. Dieser Griesgram, ey. Für den ist alles ein Problem. So. Das war's dann, glaube ich. Ah, zwar nicht viel erreicht.
Okay, machen wir speichern. Ich glaube, ich werde als nächstes mal wirklich Hilfe von Agreement beantragen müssen, weil ich habe jetzt wirklich keine Lust, jede Woche nur eine Sache zu schaffen. Okay, das war's für dieses Mal. Bis demnächst.